Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Eye of the Beholder. So, nach reiflich Überlegung habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Schalter da an der Wand tatsächlich nicht umlegen werde. Denn das Einzige, was passiert, wenn wir das machen, das war frech. Das war sehr frech. So. Ist, dass ich hier ein paar Wände verschieben. So, hier wollte ich nochmal hingucken. Jo, hier ist nämlich nochmal eine Ration. Ach, das ist das Schöne, wenn man tatsächlich eine Karte hat. Das erleichtert doch tatsächlich einiges. Ja, manch einer mag das jetzt als Cheaten ansehen, aber im Prinzip ist es das auch. Ja, ich gebe es zu. Aber ihr wisst, was ich für einen Orientierungssinn habe. Die Alternative ist tatsächlich hier stundenlang umherzuirren und nirgendwo hinzukommen. So, wir müssen ja jetzt... warum? Ich höre doch ein Skelett. Na gut, ich würde aber sagen, dass wir nochmal rasten und unsere Zauber auf den aktuellen Stand bringen, bevor wir jetzt eine Etage weiter nach unten gehen. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so doof, jetzt Astral tatsächlich permanent einmal Magie entdecken zu verpassen. Damit wir zwischendurch immer mal wieder checken können, ob irgendwelche Gegenstände, die wir finden oder die wir auch im Inventar haben, einfach magisch sind. Rüstung als Buff für unsere Frontkämpfer halte ich für sinnvoller als magisches Geschoss. Denn wir haben ja die Pfeile, die sie werfen kann. Und aus dem gleichen Grund machen wir auch die Unsichtbarkeit. Denn ich glaube... Na gut, das müssen wir ausprobieren. Das müssen wir ausprobieren, ob die Unsichtbarkeit Bestand hat, wenn die Leute angreifen. Und vor allem, ob sie auch noch andere Leute verzaubern kann, außer sich selbst. Ich wage es zu bezweifeln. Nee, ich mache das doch anders. Ihr kriegt Melf Säurepfeil noch, dann kann sie... Zwischendurch vielleicht auch mal einen Säurepfeil schmeißen oder sowas. So, hier hatten wir ja schon, ne? Okay, gut. Dann rasten wir einmal, hoffen, dass wir in der Zeit jetzt nicht von irgendwelchen Untoten angefallen werden hier. Alle Charaktere sind ganz ausgeruht. Sehr schöne Kiste. Sie ist immer noch verzaubert hier. Na gut, eine Etage tiefer, Ebene 3. Und auch Ebene 3 ist noch hier im bekannten roten Look. Da ist eine Tür. Ich höre doch hier was. Da ist wieder ein Teleporter. Den will ich aber erstmal nicht benutzen. Hallo? Ich höre doch was! Da ist auch wieder eine Tür. Okay. Oh, das macht mich nervös. Das, meine Freunde, ist tatsächlich ein Kuotor. Die haben eine ganz unangenehme Eigenschaft, die ich gerade mal triggern will. Ja, komm. Die haben nämlich einen Fernangriff. Den sie zwischendurch durchaus mal triggern. So, da muss man echt ein bisschen aufpassen, sonst kriegen wir den nämlich voll in die Fresse. Und das würde ich ehrlich gesagt gerne vermeiden. Okay, sonst scheint hier aber auch nichts zu sein. Das heißt, ich wollte gerade sagen, dann haben wir ja das Gebiet erstmal erkundet, was wir
so erkunden können. Aber nee, haben wir tatsächlich noch nicht, ne? Haben wir tatsächlich noch nicht. Das geht hier ja noch ein bisschen weiter. Oh, ich glaube, ich will erstmal wieder hoch. Warte mal. So. Ich glaube, ich will erstmal das... War hier was an der Wand? Aha. Wunden verursachen Schriftrolle. Na gut. Ich glaube, ich möchte erstmal hier rüber und mich hier umsehen. Einfach weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hello. Ihr fühlt euch schwindelig. Gut, dass ich aufgepasst habe und wusste, dass wir sowieso nach Süden unterwegs waren. Ein Silberschlüssel. Aha. Den nimmt Rio gleich mal an sich. Ihr fühlt euch schwindelig. Nach Westen will ich. Ah, der zweite Gegnertyp dieser Ebene. Neben den Kuotoa, der ist da links unterwegs. Wenn ich darüber nachdenke... Ah, nein! Na, komm hier. Wäre ein bisschen Waffen vielleicht nicht verkehrt, denn das ist ein Flint. Das ist eine Variation eines Gnolls. Und gibt uns eine Keule. Hm, warum nicht? Warum nicht? Nehmen wir mit. Au. Und so sieht das aus, wenn man in diese Attacke voll reinrennt. Von den Kuotoa. Scheiße, ey. Gibt es hier noch mehr von euch? Ich höre euch doch noch blubschern. Aber ich glaube, das war es hier, ne? Ja, ich glaube, wir sind alles abgelaufen. Jo. Okay, dann mussten wir also wegen dem Schlüssel hierher. Osten. Für sowas ist tatsächlich der, der Kompass sehr nützlich, damit man die Orientierung trotzdem nicht verliert. Okay, so. Jetzt haben wir zwei Wege, die wir gehen können. Da laufe ich erstmal hin. Obwohl, wartet mal. Wäre vielleicht nicht das Dümmste. Nochmal zu rasten. Weil Sinway hat doch schon ein bisschen was eingesteckt. Bei minus 10 Lebenspunkten sind die Leute übrigens tot. Und tot ist tot. Zumindest auf unserem jetzigen Level. So, wie gesagt, zwei Möglichkeiten haben wir jetzt. Hier südlich von uns ist eine Tür. Hier südlich von uns ist eine Tür. Dieses Schloss erfordert einen Schlüssel. Drei Schlüssel brauchen wir tatsächlich sogar hier. Ha! Du blödes Mistvieh. Autsch! Oh, scheiße. Okay, buffen, buffen. Ich muss es mir echt angewöhnen, mich zu buffen. Aber es gibt uns wieder einen Schlüssel. Und eine weitere Ration. Und du musst jetzt gleich mal hier ein paar Wunden heilen. Das hat nämlich echt reingezimmert gerade. Alter. So, geht doch.
Na gut, so, zwei Knöpfe haben wir noch. Aha. Das wäre natürlich neugierig. Wartet mal. So, leck mich doch am. Oh. Okay. Das hat zumindest uns wieder eine Ration und einen Schlüssel eingebracht. Also wir haben kein Minusgeschäft gemacht. Im Gegenteil, wir haben sogar ein paar Erfahrungspunkte dazu gewonnen. Ich brauche echt mehr Heilzauber. So, das gefällt mir hier wiederum gar nicht. Deswegen speichere ich jetzt auch einmal. Magie entdecken. Und ein Edelstein. Den geben wir mal Sinway. Und ein Dolch. Okay, es ist zwar wieder ein magischer Dolch, aber immerhin ist es ein Dolch. Ich bin dafür, dass wir jetzt hochgehen und diesen Dolch einlösen. So, nehmen wir aber den neuen Dolch, den wir gekriegt haben. Nehmen wir aber den neuen Dolch, den wir gekriegt haben, aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt schon wieder nicht weiß. Warte mal. Irgendwo ist noch dieser Teleporter, ne? Oh, hi. Skelette sind echt schnell. Wir haben nicht mal Turn Undead gemacht. Nochmal, hier muss doch irgendwo dieser Teleporter sein jetzt. Wir sind doch mit dem, dem RATS hierher gekommen. So, das geht nämlich schneller, da jetzt wieder hierher zu kommen. Extra Aufgabe erledigt. Jawohl. Ein extra Heilungstrank, den kann sie noch mal haben. So, mir ging es einfach darum, die extra Aufgabe erledigt zu haben. Gut, haben wir jetzt einen guten magischen Dolch, vermute ich mal, dass es ein magischer Dolch war. Haben wir jetzt dafür aufgegeben. Aber dafür haben wir die Aufgabe erledigt. Und ein paar Rationen erhalten. Das ist auch gar nicht so schlecht. So, nee, hier war ich falsch. Nach Westen. Oh, ich höre schon wieder ein Kuotor. Jetzt ist auch noch der Segen nach. Ich fliege zurück. Natürlich werden die Heiler das Team heilen. Dafür sind sie da. So, okay. Okay, das war das. Das war das. Jetzt weiter geht es tatsächlich hier runter. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Ich vermute aber. Ah, da ist ein Kultor dahinter. Guck mal. Hier brauchen wir auch noch einen Schlüssel. Das ist eine Scheiße. Sinway, kannst du da was deichseln? Passt nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe wieder den Segen vergessen.
Aber ich muss sagen, ich finde, wir schlagen uns tatsächlich gar nicht so schlecht. Ein extra Heilungstrank. Na gut, dann können wir jetzt anfangen, ihm hier auch ein paar Tränke in die Hand zu drücken. Und eigentlich können wir dieses Pamphlet hier können wir mal liegen lassen, oder? Das werden wir wohl nicht mehr brauchen, vermute ich mal. Wofür ist denn dann jetzt das andere Schlüsselloch hier? Wofür ist denn das jetzt? Keine Ahnung, ich werde es einfach mal ignorieren. Es kann nämlich durchaus sein, dass das einfach nur so eine Falle ist, an der wir unsere Schlüssel verschwenden sollen, wisst ihr? Okay, Kuotoa in der Nähe. Zumindest kann ich ihn hören. Wo bist du Bastard? Und ein Flint höre ich auch. Na super. Na toll. Na toll, das sind gleich. Ich wollte gerade sagen, es sind gleich zwei, aber die haben wir tatsächlich relativ effektiv ausgeschaltet. Trotzdem möchte ich nicht in dieses Loch fallen, deswegen speichere ich jetzt nochmal ab. Jo. Dieses Loch sieht wie die Innenseite einer Schmuckschatulle aus. Wo haben wir denn? Okay. Na danke. Komm her und kämpfe wie ein Mann, du blödes Froschvieh, ey. Franzose garantiert. Ach. Du Scheiße. Oh nein. Oh nö, ich hasse solche Räume. Okay, das bewegt sich aber auch nur, wenn ich drauf trete, ja? Letztendlich wollen wir wohl da drüben hin, schätze ich mal. Ja, geil. Sehr geil. Kriegen wir das Ding da jetzt wieder weg? Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Wunderbar. Wir kommen da auch so dran. Okay, dann nehmen wir die Pfeile mit. Den Edelstein nehmen wir mit. Ein Schnelligkeitstrank. Das ist vielleicht am ehesten was für Sinway. Und wieder raus aus der Scheiße. Oh Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Das war mir klar, dass du die Scheiße wirfst. So, jetzt komm her. Ha! Ein Schlag, ein Treffer. Wir müssen trotzdem mal wieder was essen. Gut, dass wir noch so viele Rationen haben hier. Ja, wie gesagt, das wird nicht mehr ewig unser Problem sein. Da wir ja Gott sei Dank einen Kleriker dabei haben. Okay. Ja, ich habe wieder keinen Segen aktiv oder Rüstung oder sonst irgendwas. Ich weiß, das mit dem Buffen habe ich noch nicht so ganz drauf. Ja.
Flint. Aber das lief doch eigentlich ganz gut. So, haben wir gleich noch wieder eine Ration. Haben wir eigentlich noch Heilung? Ja, haben wir. Warum nutze ich die nicht? Okay. Ich würde sagen, den Rest dieses Areals schauen wir uns dann an in der nächsten Folge von Eye of the Beholder. Bis dann.